Kennt ihr das auch? Es kommt irgendwas Neues raus und ihr fragt euch einfach, wieso? So, beispielsweise vor kurzem, ja, jetzt kommt ein neuer Film raus. Oh, cool, wie heißt der denn? Die Mumie. Warte mal. Den hat es doch schon mal gegeben. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar kommen immer wieder Sachen raus, die recycelt werden. Sachen, die eigentlich gar nicht so geil sind oder grundsätzlich, ja, sagen wir mal, unnötige Sachen. Wirklich hart unnötige Sachen. Und zum Beispiel der technische Fortschritt von Samsung mit den Galaxy Notes S irgendwas, keine Ahnung, habe ich mir nie gekauft. Oder die iPhones. So wie das, mit dem ich gerade dieses Video aufnehme. Verändern sich immer irgendwie komischerweise nicht exponentiell, wenn es um Batteriekapazität geht, Leistung, Kamera, sondern linear. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und wenn man jetzt bedenkt, dann kommt man so ein bisschen einfach schon auf den Schluss, dass das irgendwo Beschiss sein muss. Die haben wahrscheinlich schon die ultrageilste Technik überhaupt irgendwo rumliegen. Aber machen tun sie daran nichts. Es kommt dann immer nur ein Handy raus, was ein bisschen besser ist. Dann kommt wieder eins, was ein bisschen besser ist. Ja, warum sollten sie das auch machen? Da würden die sich ja selber ins Bein schießen. Na, ist ja verständlich. Genau wie darf sich Elektroautos nicht verkaufen. Wenn jetzt eine Autofirma hingehen würde und würde sich nur auf Elektroautos spezifizieren, sozusagen, das würde sich überhaupt nicht lohnen. Die würden daran kaputt gehen. Sonst würden sie es natürlich machen, sogar gerne wahrscheinlich. Aber wenn der Markt es nicht hergibt, dann hat man das Problem. Und deswegen entwickelt sich unsere Technik viel zu langsam. Wobei man auch sagen muss, die Evolution des Menschen, die immer noch voranschreitet, das leugne ich überhaupt nicht. Da bin ich voll auf der Seite der Wissenschaft. Die Evolution ist ein Prozess, der immer noch weitergeht. Wir denken nur, dass wir die Krone der Schöpfung sind mittlerweile, weil wir sind ja die Menschen und wir verändern uns nicht mehr. Natürlich verändern wir uns. Aber vor allen Dingen technologisch. Aber auch evolutionär. Ist eine Tatsache. Nee, was ich damit sagen wollte, wir kommen quasi erstmal so nicht mehr mit. Das wäre eine Katastrophe. Das ist ja jetzt schon schlimm. Versuch mal, deinen Großeltern irgendwas zu erklären. Da sind die ja nicht mal selber dran schuld. Die Technik geht so schnell, wenn man jetzt einfach einsteigt, ohne vorher irgendwas quasi mitgemacht zu haben. Das ist schwierig. Das geht gar nicht mehr. Und ja, zum Beispiel sowas. Das ist jetzt eigentlich bisschen ausgeufert. Ich wollte jetzt eigentlich bei so Filmabklatschen bleiben. Nee, oder zum Beispiel auch so sinnlose Sachen. Es kommt erst ein Gerät raus. Die Xbox. Dann kommt die Xbox 360. Und was liegt da nah? Dann macht man irgendwie Xbox 720, Xbox 360 Note 2 oder wie man das nennt. Oder man macht, keine Ahnung, irgendeine andere Zahl. Und was kommt raus? Xbox One. Xbox One. Also Xbox 1. Wieso? Wie kommt man auf sowas? Da muss man doch im Kopf irgendwie eine gewisse Störung haben. Ich bringe erst eine Xbox raus. Dann eine Xbox 360. Und was als nächstes? Eine Xbox 1, natürlich. Weil das macht ja auch voll Sinn. Man macht ja Xbox 360 1. Ja, macht Sinn, natürlich. Also manche Leute. Und dann kommt noch dazu, es gibt ja, wie gesagt, außer die Mumie gibt es auch noch andere Filme, genug andere Filme. Zum Beispiel die neuen Star Wars-Teile. Das ist so eine Scheiße einfach, ey. Boah. Das hat überhaupt nichts mehr mit Star Wars zu tun, finde ich jetzt jedenfalls. Weißt du, ganz offensichtlich am Ende des sechsten Teils, Vorsicht, Spoiler, wer den Film noch nicht gesehen hat, das Imperium wird so gefistet. Das fliegt alles in die Luft und im siebten Teil sind die einfach wieder da. Das ist so billig einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Genau wie, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Poltergeist. Poltergeist 1, guter Film. Poltergeist 2, guter Film. Poltergeist 3, einigermaßen guter Film. Und was kommt dann raus? Auf einmal, vor einem Jahr oder so, Poltergeist! Warum den gleichen Namen verwenden? Mann, das ist traurig.
Das ist traurig, den Leuten zu suggerieren, dass die Reihe da angefangen hat, die überhaupt keine Ahnung haben, was die alten Filme waren. Und die alten Filme waren scheiße geil und gruselig. Zumindest, wenn man die als Kind guckt, so wie ich. Aber ihr wisst, was ich meine. Habt ihr ähnliche Vorschläge, Beispiele, was mal abgeklatscht wurde, was sich negativ verändert hat, negative neue Erfindungen und Neuerungen so? Dann lasst es mich wissen, ab in die Kommentare damit. Und ich gehe jetzt eine Qualm, denn ich bin nicht Raucher und eigentlich rauche ich gar nicht, also rauche ich nicht. Weil das macht voll Sinn und so, ne? Ich wollte jetzt einfach mal irgendeinen Kauderwelsch reden, um euch ein bisschen zu verwirren und euch nochmal darauf hinzuweisen, Kommentare sind gerne erwünscht unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten, Shorty. Ciao.